Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Matthias für euch vom MWC. Ich bin hier auf einer recht exklusiven Pressekonferenz von LG, die hier gerade ihre neue LG Watch Urbane gezeigt haben. Ihr seht es hier schon, die sieht auf den ersten Blick gar nicht so sehr viel anders aus wie eine normale Uhr. Hier haben wir mal das Vorgängermodell, das ist die LG G Watch R. Und wenn wir die uns ganz genau anschauen, sehen wir auch, das Display ist ein bisschen kleiner geworden. Also das ist jetzt ein 1,3 Zoll Display. Das hier müsste dann demnach ein 1,5 oder 1,4 Zoll. Sieht auf jeden Fall ein bisschen kleiner aus. Wieder mit 320x320 Pixeln. Und was auch auffällt, wenn man sie nebeneinander hält, die Ränder sind nochmal deutlich geschrumpft, was mir auch sehr gut gefällt. Überhaupt gefällt mir dieses ganze goldene Design, auch wenn es eher Bronze aussieht, sehr gut. Das Ganze gibt es übrigens dann auch in Silber. So, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen um die Uhr drumherum. Hier auf der rechten Seite haben wir einen Knopf, der ist auch ein bisschen kleiner geworden als bei der Vorgängeruhr. Wenn wir hier drauf drücken, kommen wir immer, egal wo wir gerade sind, wieder auf den Home-Button, Hauptbildschirm zurück. Auf der Rückseite haben wir wieder einen optischen Herzfrequenzmesser und hier auf der Seite 5 Konnektoren dann für den Adapter, um das Ganze zu laden. Wahrscheinlich wird es dann ähnlich sein wie bei der Vorgängeruhr. Und diesmal wirklich sehr schön geworden ist wieder das Armband. Das ist ein richtig schönes braunes Lederarmband mit weißen Abstickungen an der Seite und hier noch ein bisschen LG reingebrandet. Und ist natürlich auch wieder ein Standardgröße, das heißt, man kann das mit beliebigen, was man auch immer gerne im Netz findet, Armbändern austauschen, wie ich das zum Beispiel hier bei dieser Uhr gemacht habe. Das ist ja auch kein Standardarmband. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Daten ein. Natürlich taktet im Inneren wieder, wie in so vielen anderen Uhren, der Snapdragon 400 mit 1,2 GHz und das Ganze kommt mit einem halben Gigabyte RAM und 4 GB internen Speicher. Hier kommt wieder eine 410 Milliampere-Stunden großer Akku zum Einsatz, der das Ding wahrscheinlich wieder so knapp 2 Tage am Leben erhält bei regelmäßiger Nutzung. So, das war's soweit von mir zur LG Watch Urbane. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Matthias.